Hallo. Hi. Tag. Hallo. Hallo. Schutz, ihr habt euch aber schnell umgezogen. Meine Fresse. Ja, das stimmt. Wir machen das immer sehr schnell. Ich habe mir ein paar wärmere Sachen angezogen, wie du siehst. Wir sind auch immer ziemlich schnell im Umziehen. Macht ihr das auch bei Auftritten auch? Wenn ihr Konzerte gibt, zieht ihr euch da öfter um während der Auftritte? Ja, wenn wir auf Tour sind, machen wir das auch. 4 oder 5 Mal bestimmt haben wir immer unterschiedliche Sachen an. Das geht bei uns ganz flott. Das müssen Mädchen auch können. Gerade wenn man einkaufen geht, muss man ja, man hat ja nicht so viel Zeit. Wir Jungs finden das auch gut, wenn Mädchen sich schneller ausziehen können. Ist klar. Es geht um Umziehen, ganz genau, nicht das ist Ausziehen ist ja ein wesentlicher Teil davon. Du hast vollkommen recht. Wenn ihr Fragen stellen wollt an Atomic Kitten, dann tut das doch bitte. Greift zum Telefonhörer und ruft an, also mit Tastatur natürlich und so. 01373221 ist die Telefonnummer oder ihr schickt einen Fax mit einer Frage an Atomic Kitten. Das wäre dann die 01373221 oder eine Mail interaktiv@viva.tv. Da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, weil so lange sind sie ja nicht hier, ne? Und wir haben auch schon jemanden am Telefon. Ja, jetzt hat er. Hallo? Hallo? Mann, na, das war ja klar. Wer bist denn du? Ja, Jonathan. Hallo, Jonathan. Die sind, nur für dich sind die heute hier. Oh, das finde ich ja klasse. Dann leg los mit deinen Fragen. Ja, ich würde gerne wissen, wer euer Idol ist. Da haben wir viele von. Also wir stehen auf zum Beispiel Earth, Wind & Fire, Britney Spears, George Michael, solche Leute halt, viele. Ich möchte gerne so ein Bäuchlein wie Britney haben. Aber der ist doch gut, dein Belly. Nee. Nein? Nee, aber nicht so schön wie Britney's. Die hat so schön Muskeln und so hier. Das ist wahr. Die hat, stimmt, eigentlich hat Britney wirklich einen guten Bauch. Und die hat auch einen guten Hintern. Eigentlich hat die überhaupt einen guten Körper. Wie ärgerlich. dann ärgern wir uns jetzt einfach eine Runde darüber, dass wir nicht aussehen wie Britney Spears. Jonathan, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Wir haben leider noch gar keine CD hier, die wir dir schenken können, weil die noch so brandneu ist. Und deswegen kriegst du, ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch, ne? Dann kriegt der Jonathan so ein Bild, richtig, liebe Redaktion? So eins. Und du kannst dir aussuchen, welches. Das, guck mal, das hier? Oder das? Oder? Ah, das ist schwierig. Na, jetzt mach ihn hier, Junge. Soll ich sagen, Sehr gute Wahl. Das helle? Ja. Gut, Jonathan, dann geht das für dich raus. Wunderbar. Wir schreiben auch noch deinen Namen drauf, ne? Das ist das. Und dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja, gut. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Und wir werden gleich uns eine Runde noch mehr umziehen mit Atomic Kitten und vor allem gucken wir in der Zwischenzeit Platz 7 der Interaktiv Top 10. Das ist die Lieblingsgruppe von Nils. Ja, nämlich One T featuring Cool T mit The Magic Key. Yay. Ich freue mich. Wow. Das ist ganz witzig. Wir haben gerade festgestellt, dass es sich hier nur um 2 Mädels von Atomic Kitten handelt. Und eigentlich ist das Sean Paul. Das wussten wir gar nicht. Kannst du noch mal eine Gesangsprobe geben? Das war gut. Just give me the light. Ich saw Dylan again in Paris. Yeah. Aber es war fantastisch. Glaub mir, es war großartig. Oh no. Ja, dann müssen sich die anderen beiden leider ein anderes Mitglied suchen in der Band. Aber das kann ich ja dann machen vielleicht. Ja, und du ja bist machen. Einfach Sean Paul ab jetzt. Und ich versuche auch noch so einen Bauch wie Britney Spears zu kriegen. Dann ist alles gut. Wir fangen an mit einer E-Mail. Wer hat denn eine E-Mail geschrieben? Rosin. Hallo, ich habe eine Frage an Atomic Kitten. Stimmt das, dass die Single If You Come To Me am 27. Oktober und das Album am 10. November auch hier in Deutschland erscheint? Oder sind das bloß die UK-Termine für die Veröffentlichung? Außerdem hätte ich bitte gerne eine Autogrammkarte von Liz, Natasha und Jamie. Ja, das machen wir später. Okay, well, the single is also, die Single kommt in England und in Europa am 27. Oktober raus und das Album am 10. November, Ladies Night heißt das. Aber nicht weltweit, sondern wir wollen erstmal mit Europa anfangen, dann die Welt bereisen und dann kommt es auch überall sonst raus. Ja, und wir haben auch noch jemanden am Telefon. Hallo. Da ist jemand am Telefon. Hallo. 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 Ja, sag schon was. Hallo, hier ist der Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Du bist ein bisschen schüchtern, Jan, ne? Ja, ein bisschen, ja. Oder du bist gerade mit was anderem beschäftigt, während du dir das hier anguckst. Pfui. Ja, deine Frage. Ja, meine Frage ist, was für Hobbys ihr habt? Gern genommene Frage. Football. Fußball und noch ein bisschen Fußball. Nee. Meine Güte. My hobbies are going out. Ich gehe gerne in Clubs mit meinen Freunden. Das mache ich eigentlich am liebsten. Ich gehe gerne shoppen, ich esse gerne, trinke gerne, shoppe gerne. Sleeping. Schlafe gerne. Schlafen auf jeden Fall. Das ist mein Riesenhobby. Ich bin halt auch so müde, weil ich zu lange geschlafen habe. Ich habe heute
11 Stunden geschlafen und davon wird man sehr müde und möchte noch mehr schlafen. Mache ich aber nicht, weil ich habe hier... Nee, 4 Stunden solltest du eigentlich nur schlafen. Genau. 4 Stunden schlafen. Ja, 4 Stunden reichen absolut aus. Never ever, hallo? 4 Stunden Powerschlaf. Nein. Doch. Nee, dann bin ich lieber müde vom Schlafen, als dass ich nur 4, nein. Ja, ich habe wirklich mal einen Artikel über Powerschlaf gelesen. Du solltest Bandmitglied bei Atomic Kitten werden. Wir können manchmal in 20 Minuten schlafen. Manchmal sind wir so im Stress, dass wir wirklich nur 45 Minuten Zeit haben zum Schlafen. Und das klappt. Oder ich schlafe eine Stunde Backstage, also hinter der Bühne, weil die Mädels sich irgendwie noch vorbereiten. Toll. Ja, dann sei du doch Bandmitglied. Warte mal, ich muss ja... Warte, wir müssen Jan noch Tschüss sagen. Tschüss, Jan, du kriegst das andere Foto, ne? Ja. Tschüss. Ich würde gerne mal wissen, was denn dein Fußballverein ist. Wenn du so ein Fußballfan bist, hast du doch auch einen Verein. Liverpool, and I support Everton. Ah, Liverpool. Heißt es denn nicht Krieg zwischen euch in der Band, wenn Fußball läuft? We are the far superior team. Nee, Quatsch, wir unterstützen die... I have nothing to say. Da habe ich nichts zu sagen. Wie und was hier mehr? Ich dachte, alle Briten wollen immer Menu gut finden. Vielleicht, weil Beckham nicht mehr dabei ist, nicht mehr? Nee, so ist das nicht mehr. So ist das nicht mehr. Viele mögen einfach nur Manchester United, aber Beckham ist ja auch nicht mehr dabei. Das ist wie FC Bayern München. Außerdem ist doch jetzt nicht wie FC Bayern München Fan sein. Ist nicht die Frauenfußballmannschaft von Nationalmannschaft von Deutschland im Finale von Deutschland gegen Schweden. Ja. Deutsche Mädels spielen sehr gut Fußball. Außer ich, aber alle anderen ja. Ja, eine Freundin von meiner Mutter, die spielt auch Fußball. Und die fragt dann, warum spielst du denn nicht auch eigentlich? Oh. Ja, Muttis, ne? Aber Muttis sind sowieso manchmal mal so ein bisschen eigenartig. Aber sind sehr, Mama, ich hab dich sehr lieb. Who were the German girls against in the final? Bitte? Who were the German girls against in the final? Schweden. Ja, ganz genau. Jetzt kommen wir zu eurem... und ihr seid natürlich für Deutschland, ne? Ihr drückt die Daumen für Deutschland. Of course. All the natürlich, way. Klar. Deutschland, sehr gut. Haut rein. Dankeschön. So, euer Kultgeschenk. Oh, well, yes. Do you want to share the present, Tash? Okay. This is from our clothing range back in the UK. Von einer Kollektion aus England für Mädels hauptsächlich, aber Jungs, ja, wenn sie wollen auch. Genau. Das ist ein Tommy Kitten Oberteil. Okay. Ich würde es eigentlich am liebsten selbst behalten. Nein, das ist für uns jetzt. Das kriege ich nicht mehr. Und hier so ein kleiner, schöner Minirock. Das ist sehr schön. Solche Sachen tragen wir eigentlich auch sehr gerne. Ja, natürlich. Und kann man natürlich auch um den Kopf binden. So als Bandana. Ja, wir probieren mal aus, was man damit jetzt noch alles machen kann. Oder? Ja. Und hier ist noch was. Das kann man auch als Tasche nehmen, als Handtasche. Wir werden jetzt einfach noch so ein bisschen basteln, was man alles daraus machen kann. In der Zwischenzeit werdet ihr wie die Bekloppten applaudiert. Tommy Kitten, großer Applaus für die beiden, für die drei. Und jetzt gibt's Platz 6 der Interaktiv Top 10 und das ist die schreckliche, die sehr, sehr nette... Grazie mit I Believe in Miracles. Yeah, ich habe ihn nur versprochen. Thank you.